Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid, liebe Freifahrt-Zuschauer. Ja, ich kann verstehen, dass die, die meine Videos anschauen, dass sich da manche denken, Mensch, was der Sandro da erzählt, ist doch völliger Humbug. Es kann doch nicht sein, dass es so an den Gerichten, Familiengerichten abgeht und bei den Jugendämtern. Ich kann es verstehen, ja, dass ihr daran zweifelt, weil vor der Trennung von meiner Ex-Frau und bevor ich selber erlebt habe, was an den Familiengerichten so passiert, hätte ich es mir selber nie vorstellen können. Weil Deutschland hat doch ein tolles Rechtssystem. Wir sind doch ein demokratischer Rechtsstaat. Da kann doch sowas, wie ich es euch jetzt schon seit Jahren zeigt, ja, auch anhand von mehreren Fällen auf Freifam und auch das Team euch zeigt, indem wir drüber schreiben, Videos machen, ja, da seht ihr, dass das, was an den Familiengerichten passiert, was Jugendämter machen, überhaupt nichts mit dem demokratischen Rechtsstaat zu tun hat. Es ist nur in dem Sinne rechtsstaatlich, dass die Gerichte, die Familiengerichte, eine rechtsstaatliche Grundlage haben. Aber das, was inhaltlich entschieden wird, steht völlig außerhalb unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Zumindest und in jedem Fall, wenn es um Entscheidungen zum Wechselmodell geht. Also die gleichberechtigte Erziehung von Kindern nach Trennung der Eltern. Da ist die deutsche Familienrechtsprechung, das habe ich schon in Videos gezeigt, außerhalb unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung positioniert durch die Beschlüsse des BGH. Also jedes Familiengericht, jeder Familienrichter, der sich an die Beschlüsse des BGH zum Wechselmodell hält, verfolgt eine Rechtsprechung, die außerhalb unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung liegt. Die hat was mit Rechtsstaat zu tun, aber nicht mit Demokratie. Ich erkläre es nochmal kurz für die, die die Videos nicht kennen zum BGH. Der BGH sagt, wenn die Eltern nach der Trennung nicht mehr kommunizieren und kooperieren, dann ist es besser, das Kind zu einem Elternteil zu geben. Stellt euch vor, analog, ja, ihr wählt eine Partei bei der Bundestagswahl und das nächste Mal dürft ihr nur wählen, wenn die anderen Parteien mit euch noch weiter kommunizieren und kooperieren. Ja, ihr kriegt die Idee mit. Das, was der BGH entschieden hat, ist eine autoritäre Erziehungsvorstellung, nämlich, dass es Kindern gut tut und es für sie besser ist, wenn die Eltern entweder gemeinsam das Kind dominieren und sein Leben bestimmen und wenn sie es nicht machen, ja, weil sie zerstritten sind und nicht gemeinsam kommunizieren und kooperieren, dann geben wir das Kind zu einem Elternteil, weil das Kind diese Dominanz der Eltern und dann im Zweifelsfall eben eines Elternteils braucht. Das ist die Doktrin dahinter vom BGH. Das ist eine autoritäre Doktrin. Und ich kann verstehen, dass wenn ihr meine Videos schaut und ich erzähle da irgendwas von der Kindeswohldiktatur und so weiter, dass ihr sagt, was für ein Schwaller, ja, was für abstruse Theorien, kann ich völlig verstehen, ja, wenn ihr es nicht erlebt habt, dann klar, ja. Aber jeder, der es erlebt oder erlebt hat, Entschuldigung, der sagt, ja, stimmt, so ist es. Und schaut euch die BGH-Beschlüsse an oder schaut euch unsere Videos dazu an, unsere Artikel auf freifahren.de, dann versteht ihr, dass ich recht habe mit dem, was ich sage. Ja, das steht alles da drin. Und wir haben ja auch einen promovierten Mediziner und Psychotherapeuten dazu befragt, der sagt, ja, das sind autoritäre Erziehungsvorstellungen, die der BGH da verfolgt. Also ich habe das Wort Doktrin erwähnt. Eine Doktrin ist, wie definierst du am besten, ein System von Annahmen und Aussagen, von dem man annimmt, dass es allgemeine Gültigkeit hat. Ja? Ihr kennt den Begriff Doktrin im Zusammenhang mit Religionen. Religionen sind eine Doktrin. Und was der BGH entschieden hat, ist auch eine Doktrin. Das ist einfach ein Glaubenssatz, dass es für Kinder gut ist, dominierende Eltern zu haben. Und wenn die Eltern nicht gemeinsam dominieren, das Kind, dann muss das Kind halt zu einem Elternteil
sozusagen die Ein-Eltern-Diktatur, damit das Kind von dem einen Elternteil dominiert wird. Das ist in Deutschland das Kindeswohl für den BGH. Das ist eine Doktrin. Das steht nirgends in irgendeinem Gesetz. Der BGH beruft sich auf handverlesene, ja, selber ausgewählte Wissenschaftler. Ja. Ich würde die aber nicht als Wissenschaftler ansehen, weil die Leute, die er zitiert oder referenziert, beziehungsweise deren ihren Schriften, die, wenn man sich die anschaut, stehen alle auch auf dem Boden einer autoritären Erziehungslogik. Also man muss sich nur die Gutachter raussuchen als BGH, die mit der eigenen Doktrin übereinstimmen. Ja, ich würde mal sagen, das sind das Wort Wissenschaftler will ich da echt nicht in den Mund nehmen. Ja. Also das sind, ich sag mal, Scheinwissenschaftler, die der Doktrin des BGHs entsprechen. Und wenn ein hohes Gericht nach einer Doktrin, nach einem Glaubenssatz entscheidet, der noch dazu außerhalb unserer verfassungsgemäßen Werte steht, dann ist da etwas ganz falsch am Laufen in den Familiengerichten, wenn es um das Wechselmodell geht. Und nochmal, ich weiß, es fällt euch schwer, meinen Argumenten zu folgen, wenn ihr es nicht erlebt habt, weil ihr halt denkt, wir leben in einem demokratischen Rechtsstaat. Das tun wir auch. Ja? Nur im Familiengericht hat sich ein Subsystem entwickelt oder gehalten. Ja? Also autoritäre Erziehungsvorstellungen gibt es ja nicht erst seit 2017, als der BGH das erste Mal über das Wechselmodell entschieden hat, sondern die gibt es ja schon länger. Ja? Wilhelminische Zeit, Drittes Reich und so weiter. Und wie immer der Hinweis, ich sage damit nicht, dass die BGH-Richter Nazis sind. Ja? Das ist was, was man dann gern mir vorwirft. Ja? Nein, es geht um die Erziehungslogik, um die autoritäre Erziehung, um schwarze Pädagogik, was beim BGH, der 11. Zivilsenat, ist es, weil ich mich erinnere, der zum Wechselmodell entscheidet, der Familiensenat, der steckt noch in dieser Tradition drin. Und es ist nicht eine inhaltliche Tradition. Ja? Also nochmal, ich sag nicht, der BGH entscheidet hier darüber, dass deutsche Eltern Rassen unterscheiden müssen, ja, und dass bestimmte Rassen minderwertig sind. Das sage ich nicht. Ja, es ist keine inhaltliche autoritäre Erziehungslogik. Es ist eine strukturelle. Der BGH will, dass die Eltern zusammen das Kind dominieren nach der Trennung. Ja, er hat die Vorstellung, dass sie das auch schon vor der Trennung gemacht haben gemeinsam. Das ist das Ideal der Erziehung, das der BGH sieht. Und wenn sie sich trennen, müssen sie dieses Ideal aufrechterhalten. Und wenn sie es nicht tun, dann wird das Kind einem Elternteil zugesprochen. Das ist eine Struktur, in der BGH seine Erziehungslogik erfüllt sieht. Ja? Und es ist ganz wichtig zu verstehen. Ja, und ich werde es wiederholen und immer wieder erklären, und wenn es Fragen gibt, gerne. Ja. Es steht aber fest, ja, wenn man sich das genau anschaut, kommt man zu dem Schluss, dass der BGH eine pädagogische Struktur Eltern vorschreibt nach der Trennung, die nicht unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung entspricht. Das Wechselmodell ist die demokratische Erziehung. Nicht die Dominanz durch einen Elternteil, weil die Eltern nicht kommunizieren und kooperieren können. Okay, ich hoffe, es ist vielleicht dem einen oder anderen verständlicher geworden. Wenn nicht, wie gesagt, fragt hier auf YouTube im Kommentar, fragt in Social Media, auf den Freifarm-Seiten, wie auch immer. Danke fürs Zuhören. Dankeschön für eure Geduld. Und bis zum nächsten Mal, liebe Freifarm-Zuschauer.